Ja, moin zusammen. Ja, kleines Problem, wie man hier vorne sieht. Ist das alles ein bisschen schief? Da hat sich ein Reh bei Knoten 70 selbst einen Scheitel gezogen. Die Front kann ich jetzt einmal auseinandernehmen komplett, aber nicht heute. Kommt noch. Ja, nächstes Problem. Irgendwie habe ich keine Leistung. Naja, Leistung habe ich schon, das ist nicht das Problem, aber bei einem Turbomotor erwartet man eigentlich, dass irgendwann mal ab einer gewissen Drehzahl Druck bekommt. Ich fahre mit ein bisschen Vorspannung auf dem Wastegate. Das bedeutet, ich habe die Stange verkürzt, dass ich kurz über Leerlaufdrehzahl Ladedruck habe. Anhängerbetrieb halt. So. Wie funktioniert das jetzt? Okay, muss ich zur anderen Seite gehen. Vorher, als die elektronische Einspritzung hier drin war, dieses Teil hier war der Ladedrucksensor. Von hier aus ging eine Leitung runter zum Turbo. Da hinten sieht man sie, Moment. So. Die ging runter zum Turbo und hat quasi abgefragt, wie viel Ladedruck gerade erzeugt wird. Dementsprechend hat das Steuergerät dann Diesel bereitgestellt, beziehungsweise die elektronische Pumpe. So. Wie man hier sieht, ist keine Leitung mehr dran. Das funktioniert nicht mehr. Ich habe, wie gesagt, eine manuelle Pumpe drin. Also umgerüstet, also abgerüstet quasi. Hier gibt es keine Elektronik mehr. Problem ist jetzt, wenn man Gas gibt, über diese Leitung, die geht hinter Motor lang, und kommt hier an. Wenn Ladedruck beaufschlagt wird, wird über diese Unterdruckleitung hier eine Membran angesteuert, beziehungsweise der sogenannte Boost-Pin. Und das nennt man Ladedruckanreicherung. Also da entsteht Ladedruck. Hier vorne wird der Pumpe gesagt, Alter, ich brauche mehr Sprit. Und genau das passiert offensichtlich nicht. Der reichert nicht an. Ich habe das Gefühl, irgendwo ist die Leitung kaputt. Und der Unterdruck geht verloren. Deswegen werde ich den ganzen Kram auf der anderen Seite jetzt mal auseinanderbauen. Die Leitung habe ich noch zweimal da. Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das drüben auseinandergenommen habe. So, kleines Update zum Astra. Wie man hier sieht, der Radlauf ist jetzt erstmal, ich hatte noch ein bisschen schwarze Farbe, Sprühfarbe. Der Füller ist jetzt ungeschliffen. Wir bekommen aber demnächst ziemlich viel Regen hier. Und Füller ist, naja, wie ein Schwamm, ne? Also lieber nichts riskieren. Ich habe jetzt erstmal so eine Deckschicht drüber gemacht. Das wird sowieso gerne beim Schleifen verwendet. Ja, da, wo noch schwarz ist, ist noch ein Loch. Ja. Nee, das... den muss ich jetzt auch mal langsam aus der Halle rausfahren, weil ich muss noch ein paar andere Sachen machen. Ja. Also wie gesagt, ich habe die Abkleberei habe ich runtergenommen und ja, das muss jetzt erstmal warten. Und ja, wenn die Farbe kommt. Ich hoffe ja, dass sie Dienstag kommt. Bin gespannt. Okay, jetzt geht's gleich weiter. Offensichtlich liegt das Problem nicht auf dieser Seite. Jetzt mal alles abgebaut. Das ist der Anlasser. Hier ist der Turbolader. Und da geht die sogenannte, na, ja, jetzt nochmal gleich, Ladedruckanreicherung rein, raus sozusagen. Ja, ist aber nicht die Seite. Diese Seite wird mit der Hohlschraube befestigt, an dieser Membran, ne, an diesem Membrankasten. Da ist eine Dichtungsscheibe offensichtlich weggeflogen. Eine Schraube hat zwei Dichtringe, einmal außen, einmal innen. Also einmal vor und einmal hinter der ganzen Geschichte.
Und die. So, jetzt sitzt eine Dichtung draußen und eine Dichtung drin, um zum Flansch zu kommen. So, und da war die Dichtung völlig im Eimer. Also ist der Unterdruck verloren gegangen. So, jetzt ist das wieder dicht. Jetzt kriegen wir auch wieder Ladedruck. Da können der ganze andere Krempel auch wieder rein. Ja, wie gesagt, es ist ein total simples Auto. Wir haben einige Autos ausprobiert in Bezug auf Zugfahrzeuge. Wir werden mal ein paar davon einblenden. Wir hatten einen Volvo 49 mit dem 2,3 Liter 16V. Das war für Anhänger ziehen natürlich ein Griff ins Klo. So ist das ein Traumauto, ein absolutes Traumauto. Den haben wir mit über 400.000 Kilometern haben wir den verkauft. Die Bilder zeigen ihn eine Woche vor dem Verkauf. Also ich habe das Ding zu Tode gepflegt. Ich habe den echt gemocht. Was haben wir noch gehabt? Frontera, Opel Frontera. Tolles Auto. Hat diesen hier geholt. Dieses Auto hier wiegt 2 Tonnen leer. Plus unser Trailer mit 600 Kilo. Und das über die Kasseler Berge. Der ist nicht einmal unter 80 gegangen. Ein gewaltiges Auto, muss ich sagen. Ja, was haben wir noch ausprobiert? Kia Sorento habe ich gleich wieder weiterverkauft. Lieber nicht. Sofort. Nee, brauche ich nicht. Und ja, diverse andere Fahrzeuge. Ford Mondeo für kleinere Fahrzeuge. Der darf ja 1,8 Tonnen ziehen. Geiles Auto, muss ich sagen. Ein 2 Liter TDCi. Haben wir irgendwann für 200 Euro geschossen. Und ich habe den im Anschluss noch für 400 noch was verkauft. In Export. Die Rumänen freuen sich. Warum soll er auch nicht weiterleben, ne? Ja. Ist halt schon interessant, dass die Afrikaner etc. Wesentlich umweltfreundlicher leben als wir. Wenn da ein Auto wirklich verreckt in einem Dorf, dann ist da nach 10 Stunden keine Schrauben mehr von übrig und da fahren ganz viele Autos plötzlich wieder. Ja, das ist ja. Ich befürchte, wir sind zu satt. Und deswegen konsumieren wir wahnsinnig. Wir werden ja auch noch schön animiert, das ist nicht das Problem. Die Ausrede könnte man sich jetzt auch noch zusammendichten. Wir werden ja dazu getrieben zu konsumieren. Ja, stimmt. In Stuttgart sind sämtliche Diesel plötzlich nichts mehr wert gewesen. Aber nur weil irgendjemand eine Verordnung erlässt, heißt das auch noch lange nicht, dass man die befolgen muss. Ne? Weil gerade bei dem grünen Kollegen Kretschmer. Ich habe nichts gegen die Grünen. Absolut nicht. Überhaupt nicht. Ja, aber bei denen wird immer sehr offensichtlich, dass der Lobbyismus ist schon gewaltig, muss ich sagen. Also total unauffällig. Ja. Warum haben die Leute in Stuttgart nicht einfach mal gesagt, pass mal auf, du kannst ja erzählen, was du willst. Können wir nicht nachvollziehen, wir behalten unsere Diesel einfach. Sieh mal zu, wie du uns alle kontrollierst. Ja. Irgendwann hat die Polizei auch gesagt, ja, dann stell dich mal selbst dahin und mach das. Mach die in Hamburg auch. Feinstaubzonen oder sowas in der Richtung. Wir fahren mit unserem auch da durch. Interessiert die Polizei einen Furz. Interessiert die nicht. Überhaupt nicht. Ja, Berlin sind wir gewesen. München sind wir gewesen. Im Ruhrgebiet sind wir ständig. Die Eltern meiner Frau leben da noch. Und alles Umweltzone. Und der hier hat nicht mal den Ansatz von der Plakette. Der würde auch höchstens eine schwarze kriegen. Ja, Brikett statt Feinstaub. Interessiert kein Schwein. Ne? Wir sind noch nie angehalten worden. Uns hat noch nie irgendeiner was erzählt. Ja. Einfach nicht mitmachen. Das wäre, wie hieß das nochmal gleich? Ach ja, Zivilcourage. Ne? Ne? Passiver Widerstand und so weiter und so weiter und so weiter. Hätte man machen können. Wenn manche Leute nicht so wahnsinnig neuwagengeil wären. Wir nehmen ja alles zum Anlass, sich endlich wieder ein neues Auto zu kaufen. Und wenn das Ding noch so viele Leben auf dem Gewissen hat, wie zum Beispiel ein Tesla,
bis der fertig ist, ein paar tausend Leute tot. Das ist kein Scherz, ne? Die können mir in ihrer Firmenpolitik erzählen, was sie wollen, dass die Produktion und der Abbau der ganzen Geschichte der Rohstoffe total fair ist, Fair Trade und sowas alles in der Richtung. Das Problem an der ganzen Sache ist, bevor da abgebaut wird, werden die Leute, die da wohnen, schlicht und ergreifend ermordet, um an diese Gebiete dran zu kommen. Das ist die Kehrseite der Medaille. Da hat ein Künstler hat mal einen Film drüber gemacht, so ein Schautribunal, ja, dass die Verantwortlichen mal zur Rechenschaft gezogen werden. Die haben auch alle mitgemacht. Ne? Weiß ja jeder, ne? Wer am Ende ständig neue iPhones braucht, wer ständig neue Laptop braucht und mein Laptop ist, glaube ich, 10 Jahre alt und mein Telefon habe ich auch gebraucht gekauft. Man muss sich nicht vollfressen und dann nochmal drüber. Das geht nicht. Das funktioniert bei mir nicht. Tut mir leid, das geht nicht in meinen Kopf. Dieses Auto werde ich bis mein Lebensende besitzen. Ich habe genug Ersatzteile. Ich brauche nicht mal neue kaufen. Ich habe alles hier. Und Wartung und sowas, alles in der Richtung. Ja, der kriegt alle 10.000 seinen Ölwechsel. Und dann ist gut, dann fährt er weiter. Teile sind billig. Durch den Brexit, ich warte auf meinen neuen Ladeluftkühler, jetzt seit einem Monat. Da will Deutschland Großbritannien ja auch ganz doll in die Karten spucken, und also ins Essen spucken. Die halten einfach die Sachen fest. Seit knapp einem halben Monat sehe ich in Herne bei UPS, in der Zentrale, wie das Paket ständig vom Zoll abgeholt wird. Und wieder zurück, und wieder hin, und wieder zum Zoll, und wieder zurück. Nur um den ganzen Kram zu verlangsamen. So leid es mir tut, ich muss das Ding jetzt bei eBay canceln. Ich muss mir einen anderen kaufen. Ah, ich sehe gerade, dass meine Kurbelgehäuseentlüftung gebrochen ist. Ja, habe ich aber noch da. Ja. Ja, öfter mal ins Auto schauen, ne? Das hilft. Habe ich richtig auch nicht gesehen. Verdammt. Ja, ist heiß geworden da in der Ecke und aufgeplatzt. Es sollte eigentlich wesentlich flexibler sein, das Ganze. Ja. Nee, es ist schon interessant, was so alles getrieben wird, um Leuten zu zeigen, was sie zu tun und zu lassen haben. Es ist wirklich interessant. Wie gesagt, ich bin völlig unpolitisch. Das interessiert mich alles nicht. Ich finde Sachen von den Grünen toll. Ich finde Sachen von den Linken toll. Ich kann hier und da auch nachvollziehen, was die CDU erzählt. AfD möchte ich gar nicht drüber reden. Das ist letztendlich, wenn ich die Leute immer sehe, die über die Altparteien nörgeln und dann im Grunde genommen genau wissen, dass sie da die CSU der 80er Jahre vor sich haben. Ne? Glaubt ihr ernsthaft, die sind anders? Ultra-neoliberal nennt sich sowas. Alles für den Unternehmer, nichts für den Bürger. Wahlprogramm lesen. Ne? Die Grünen sind im Grunde genommen komplett realitätsfremd. Wer wählt die Grünen? Vermögende Leute, die irgendwo in der Stadt kleben und zwei Autos vor der Tür haben. Und dann ihr schlechtes Gewissen damit beruhigen wollen, dass sie anderen mehr und mehr und mehr Kosten aufbürden. Ja, das ist links kann auch irgendwie nicht funktionieren. Die kriegen das nicht finanziert, überwiegend, was ich mir so angucke. Ich sag ja, im Moment kann man gar nichts wählen. Das ist alles Utopia. Ja, gar nichts. Ich wähle, glaube ich, einfach mich selbst. Ich lasse mich aufstellen. Ich melde mich als Kaiser. Ich melde mich freiwillig. Okay. Das baue ich hier wieder zusammen. Jetzt zum nächsten Fall. So, das Auto ist eigenermaßen fertig. Jetzt, der Ladeluftkühler fehlt halt. Aber, naja. Mal schauen, ob er noch kommt oder nicht. Jetzt sitze ich hier gerade bei meinem Schweißgerät und ich bin kein Elektriker. Gut, ich habe jetzt die Elektroinstallation hier in meiner Garage auch selbst gemacht, das wäre nicht das Problem gewesen. Das Problem, was ich hier sehe, der Drahtvorschub funktioniert, das Gas wird transportiert und alles im Allem funktioniert eigentlich alles, es kommt nur halt kein Strom. Sitzt hier ein sogenanntes Schütz.
Ich kenne die Dinger von. Moment. So. Ich kenne die Dinger von Hebebühnen. Korrigiert mich bitte, wenn irgendein Elektriker zuschaut, das sind letztendlich Schwerlastrelais, oder? Ich habe noch eins da, habe ich dabei gekriegt. Ich habe die damals aus einer Werkstattauflösung gekauft, die Kiste. Und hat eigentlich immer gut, ne? Alle meine Videos, bis auf ein paar wenige, sind mit dem Schweißgerät hier erledigt worden. Hatte hier und da schon mal seine Probleme, weil der immer Schweißstrom immer anliegen hatte. Einen geringeren, aber er hatte immer etwas Strom anliegen. Und ja, der Kollege hier soll wohl nach Information der Firma, die dieses schöne Gerät gebaut hat, der Hauptverdächtige sein. Der Schütz. Ich denke mal, das sollte nicht allzu kompliziert sein, das Ding Plug and Play auszutauschen. Ich werde ja merken, ob es danach funktioniert. Und weil das so wahnsinnig aufregend ist und ihr meinen Kanal nicht schaut, weil ich Schweißgeräte repariere, werde ich im Nachhinein noch eine Bildergalerie reinsetzen von besagten Fahrzeugen, die ich so bewegt habe. Beziehungsweise die wir so bewegt haben. Das ist nichts davon ist auf den Schrott gegangen. Alles fährt noch. Kann ich für bürgen. Ich verkaufe meine Autos nicht an jeden. Sollte mittlerweile klar sein. Und ich behalte die auch gerne im Auge. Ja. Wie gesagt, ich mache noch eine Bildergalerie rein und wünsche euch einen schönen Ostermontag. Ihr seht das am Ostermontag. Jetzt ist Ostersonntag. Der Astra, den habe ich jetzt auch schon auf die Wiese gestellt. Morgen soll es regnen. Ich muss noch ein bisschen aufräumen. Und ja. Okay. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Ostermontag. Bis zum nächsten Video. Ach so, nächstes Video. Ich werde wahrscheinlich mal einen Tag aussetzen müssen. Also der Dienstag wird wohl kein Video bekommen, weil ich morgen ein Auto einsammeln muss. Währenddessen drehe ich. Muss es aber noch schneiden, hochladen etc. Also gibt es erst Mittwoch das Video. Mal sehen. Das wird ein bisschen aufwendiger, das Auto muss geborgen werden. Ich verrate nur so viel, es ist ein Chrysler. Den haben wir verkauft. Und wie gesagt, ich behalte die gerne in meiner Nähe. Und die haben mir jetzt gesagt, pass auf, ich bin jetzt ein Jahr krank, ich brauche das Fahrzeug zum Pendeln nicht mehr. Kannst du den bitte abholen? Ja, steht jetzt auch schon ein Jahr. Okay, wie gesagt, bis Mittwoch. Ciao.